Hallo zusammen und willkommen bei Toys & Fun. Mein Name ist Peter Groh und willkommen zu einem neuen Video. Liebe Leute, heute gibt es wieder eine süße kleine Spardosen-Test-Video. Wir haben hier was schön asiatisches Cat and Mouse Bank. Come on, das ist sehr süß gemacht, wie ihr schon sehen könnt. Guck mal, die große Katze, dann ist da eine Maus mit so einem Wagen, also mit so einem Zug, Flugzeugzug. Und das Ganze ist halt eine Spardose und wird dann halt beim Sparen schön animiert. So, wie ihr schon sehen könnt, hier unten gibt es einen Verschluss, wo man das ganze Geld dann rausholen kann. Ich habe schon ein bisschen nachgelesen, bis zu 60 Münzen können bis drin daran verstaut werden. Sonst für Scheine ist es eher sehr schwierig, also nichts für die Scheine. Sonst kommen hier zwei große Batterien rein, die habe ich hier auch schon besorgt. Die werde ich mal kurz schnell reinsetzen. Na? So, einmal zack. Und Nummer 2. Dann Klappe zu. So, was müssen wir jetzt machen, damit das Ganze funktioniert? Wir brauchen natürlich erstmal ein bisschen Kleingeld, was ich natürlich nicht habe. Oder doch? So, jetzt müssen wir das Ganze hier rein tun. Und mein Geld ist weg. Wie süß das animiert ist. Das Ganze dreht sich einfach nur im Kreis. Hier unten ist nämlich ein Mechanismus. Ich muss mit der Mütze ein bisschen reindrücken. Und dann dreht sich schon das Ganze. Hier ist noch eine Taste. Ah, okay. Crazy. Es ist sehr laut, muss ich sagen. Also ich glaube auf Dauer, wenn man jeden Tag was reinschmeißt, dann wird man da verdrückt bei. Also man kann es in zwei Sachen auslösen. Einmal man drückt die Mütze rein, da ist so ein kleiner Schalter. Oder man drückt hier auf den Knopf. Und dann habt ihr ja schon gesehen, es dreht sich verrückt mit dieser fancy Musik, mit dieser Tutu-Musik. Ich mach's noch einmal. Und mein Geld ist drinnen. So, um wie gesagt, um das Ganze rauszunehmen, muss man dann hier dran rumschrauben. Und dann muss man hier ein bisschen rumfummeln, merke ich schon gerade. Hier ist ein bisschen Geld. Das hat sich hier irgendwo verhakt. So, und schon ist es leer. Also eine sehr witzige Idee, eine sehr schöne Idee. Aber ich muss sagen, es ist ziemlich laut. Also ich glaube, wenn man nachts vielleicht da irgendwie 50 Cent oder 1 Euro, 2 Euro Stück reintut und es macht so einen Lärm, ich glaube, da gibt es ziemlich viel Ärger von Geschwistern oder von den Eltern. Also wenn man alleine lebt, ist das schon in Ordnung, aber so. Stellt euch vor, ihr seid am Schlafen und eure kleine Schwester, euer kleiner Bruder hat gerade 50 Cent irgendwo gefunden und tut das in deine Spardose rein. Und ihr teilt euch ein Zimmer und dann kommt sowas. Ich würde doch total kaputt gehen. Hm, na klar. Also, ich wäre da total sauer, nachts so auf den zu mücken, zu müssen. Aber liebe Freunde, an sich, wie gesagt, finde ich das Spielzeug oder die Spardose sehr süß. Die andere Spardose als Bankform mit Zahlencode fände ich da schon ein bisschen besser, um wirklich Geld zu sparen. Das ist nur so ein kleines Gimmick, würde ich sagen. Aber sonst finde ich es gut. Daumen hoch von mir. Sonst, Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat und euch irgendwie hilfreich war, freue ich mich um Daumen nach oben. Und wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid, drückt mal hier unten auf den Abonnieren. Ist alles kostenlos, damit ihr auch diese weiteren Videos hier an euch anschauen könnt. Ist alles kostenlos, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.